Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Ja, unser Dinos geht's glaube ich ganz gut. Der Wald da hinten brennt auch noch ordentlich, weil wir letztes Mal mit unserem neuen Schwert herumgespielt haben, diesem hier. Wir haben ja auch dazu den passenden Helm. Und in Kombination kann der ja einen Blitz schleudern, ziemlich cool. Aber auch gefährlich, also das sollte man nicht in der Nähe von seinem Holzhaus oder sowas machen. Sonst brennt da nachher alles ab. Wir benennen jetzt aber erstmal unseren neuesten Bewohner, der ganz schön laut ist. Nämlich den Allo. Und der hat den Namen Big L bekommen. Vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Namensvorschlag. Und wir werden gleich auch mit Big L direkt auf die Reise gehen. Ah ne, wartet mal. Bevor wir das machen, müssen wir noch irgendwas herstellen. Denn wir brauchen dafür nochmal eben ein... Ich glaube, es war so ein Knochenstock oder so heißt es. Totenkopfstock. Den brauchen wir. Damit wir den auch befehligen können. Von wegen warten, folgen und sowas. Oh, Schädelblock und normaler Stock. Das sollten wir eigentlich easy haben, oder nicht? Ich denke schon. Ah, da haben wir Schädelblöcke und da haben wir auch Stöcke. Perfekt. Und dann können wir mal ganz schnell... so einen Totenkopfstock herstellen. Gar kein Problem. Und jetzt können wir den auch ganz easy befehligen. Zu essen haben wir leider auch nicht mehr so viel. Ich hoffe, unsere Dinos haben noch genug. Aber ich denke schon. Wir können ja mal kurz schauen, wie es dem Allo geht. Ah, der hat ein bisschen Hunger. Aber wir werden dir gleich was besorgen, keine Sorge. Ich würde gerne jetzt mal das Ding da... Geh mal kurz aus dem Weg. Ich komme da nicht ran, Allo. Ja, wie soll ich dich befreien, wenn du da voll im Weg stehst? Dann machen wir es von dieser Seite. Und jetzt? Ah, jetzt können wir ihm Befehle geben, Gott sei Dank. Jetzt wartet Big L. Ich bin ehrlich, ich glaube, diesen Helm, den werde ich erstmal wieder wegmachen. Weil ich echt Angst davor habe, irgendwo aus Versehen Blitze hinzuschleudern. Und außerdem nervt er auch in der Sicht. Ja, warte mal kurz. Wir ziehen uns eben schnell einen richtigen Helm wieder an. So, jetzt können wir aber gleich ohne Probleme los. Ich würde nochmal sagen, wir schlafen gleich schnell. Aber ich kann schon mal gucken, wo das ungefähr war. Weil wir müssen auf jeden Fall nochmal hin. Weil, wie gesagt, 90% der Kommentare war, dass ich da eine Truhe vergessen habe. Und damit ihr euren Seelenfrieden habt, werde ich die jetzt noch einsammeln. War das hier unten? Nee, ich glaube nicht, oder? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so daran erinnern, wo es genau war. Müsste doch eigentlich so ein Biom hier sein, oder? So ein Mega-Dschungel. Hier ist ein Tempel. Das müsste der doch sein, oder? Wenn der erkundet ist. Und los geht's. Mal gucken, wie schnell wir da jetzt hinkommen. Da bin ich echt gespannt, wie sich so der Allo steuert. Ich glaube, ich mache das mal in Außenperspektive. Ei! Warum hat er denn uns jetzt angegriffen? Ganz schön frech. Aber ich denke mal, wenn hier nicht zu viel Wald und Bäume im Weg sind, greifen wir uns alle irgendwie an. Ach du Schande. Ich kriege auch Schaden gerade. Aua. Was passiert hier? Aber ich regeneriere. Okay, man muss echt aufpassen. Greifen aber alle mich an und ich den Allo. Aua. Okay, auf dem Allo zu reiten ist ja mal richtig doof. Greift er uns auch noch an, der Dryo. Wie greift mich hier jeder an, wenn ich dem zu nahe komme? Das ist ja richtig doof hier. Das geht ja gar nicht klar. Okay, so ein Reittier in Waldgebieten ist irgendwie... Ja, wo ist denn jetzt mein Dings hin? Meine Leine? Ah, der ist schon angeleint, okay. Aber so ein Reittier im Wald ist echt nicht praktisch. Muss man sagen. Hallo? Hast du dich jetzt losgerissen? Tatsächlich. Gott, das ist ja richtig anstrengend, mit so Tieren zu reisen. Also eine große Hilfe ist das nicht, so ein Allo dabei zu haben. Ich hoffe halt nur, dass der mich vielleicht sogar ein bisschen verteidigt dann.
nicht mal angegriffen werden sollte. Ja, wenn ich die Wälder hier zu Fuß dann gehe, dann geht das. Also das ist eigentlich dann ganz okay. Und den Rest können wir dann halt reiten. Schaut mal, wie schnell ich bin mit dem Alu. Das ist schon nicht schlecht. Hier ist natürlich jetzt wieder ein bisschen Wald, aber ich versuche einfach hier am Ufer entlang zu gehen. Ich kann ja gar nicht schwimmen. Das ist ja ganz seltsam. Ne, wir müssen auf jeden Fall am Land bleiben. Geht einfach fast ganz unter. Ah, der steuert sich wirklich komisch. Also ganz, ganz seltsam. Aber hier ist wieder Wiese, das ist gut. Aber du bleibst auch ständig hängen an so ganz kleinen Erhöhungen. Was er eigentlich, glaube ich, nicht sollte. Aber wir kommen gerade ganz okay voran, sage ich mal. Ich versuche jetzt auch wirklich, so lange wie es geht, hier auf den offenen Flächen zu bleiben. Dann kämpfen wir uns dahin durch. Oh, was ist das denn? Oh, das ist auch ein neues Tierchen. Das sind Wollnashorn? Das ist ja cool. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Es gibt hier wirklich immer neue Spezies zu entdecken. Na, wir haben es fast geschafft. Mit so Tierchen zu wandern ist wirklich nicht leicht. Außer auf diesen Wiesenflächen. Da geht's. Da ist man dann auch echt schnell. Ich denke mal, wir werden erstmal irgendwo hier bleiben. Weil hier werde ich dann meinen Park hoffentlich in dieser Folge noch anfangen, wenn nichts dazwischen kommt. Oh, wie süß, die Brachios. Ich habe halt Angst, dass die meinen Alu vielleicht angreifen, wenn ich den da jetzt stehen lasse. In deren Gebiet. Den gehe ich, glaube ich, hier in das Berggebiet rein. Werde den dann erstmal hier oben einbauen. Das wäre jetzt so... Hallo? Hallo? Wo ist er hin? Das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Hä? Wo ist denn jetzt mein Alu hin? Der ist einfach weggeportet. Ja, wie kacke ist das denn jetzt bitte? Alter, ist das verbuggt. Ist der jetzt irgendwo wieder hingeglitscht auf dem Weg, oder wie? Den finde ich ja nie wieder. Ich werde jetzt hier zurückgehen Richtung Tempel und wenn ich ihn nicht finde, ist es so. Kann ich dann auch nicht ändern. Was soll ich machen? Wenn er einfach weg ist, ist er halt weg. Oh, wie doof ist das denn jetzt? Wenigstens haben wir ein bisschen Glück, weil ich habe ein Bett vergessen. Hier können wir mal eben nächtigen. Guten Tag. Lass mich mal eben hier schlafen. Falls du einen Allosaurus siehst, dann sag mir Bescheid, mein Lieber. Kriegst dann auch irgendwie was Tolles dafür oder so. Perfekt. Danke dir. Dein Bett nehme ich auch mal eben mit. Geh mal kurz aus dem Weg. Falls wir nochmal schlafen müssen. Sicher, sicher. Doch hier vorne bauen wir nochmal schnell ab. Also ich glaube wirklich nicht, dass wir den Alu wiederfinden. Ich glaube, der ist jetzt für immer weg. Die Chancen sind da echt gering. Das ist halt echt traurig, ne? Wir haben jetzt so viel gearbeitet dafür, dass wir ein Alu kriegen und jetzt ist er einfach weggeglitscht. Wir wissen halt nicht, wo er ist. Ah, ich will mich darüber nicht ärgern, aber ich ärgere mich irgendwie die ganze Zeit innerlich. Ich hoffe noch auf ein Wunder. Vielleicht ist er ja wieder da, wenn wir dahin wieder zurückgehen oder so. Oh. Oder vielleicht sollte ich gleich einfach mal das Ganze neu laden. Vielleicht hilft das auch. Aber das will ich halt erst machen, wenn wir wieder an der Stelle sind, wo wir ihn auch gerade verloren haben. Ah doch, das war der, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Ich glaube, hier habe ich schon rumgebaut. Einmal den Eingang finden. Ja, wir machen uns eben ein. Und dann holen wir die Truhe. Ich hoffe, ich finde die jetzt. Das mache ich alles nur, damit ihr glücklich seid. Ich hoffe, das wisst ihr zu schätzen. So, wo ist jetzt die Truhe hin? Ihr meintet irgendwo bei den Pisten. Ach, hier. Oh mein Gott. Konnte ich die denn übersehen?
Okay, das war ja komplett doof. Diamant, Pferderüstung, Eisen und Knochen. Ja, hat sich auch mal richtig gelohnt, hierhin zurückzugehen. Egal, jetzt seid ihr wenigstens glücklich. Ich glaube, mehr ist hier aber nicht, außer ein Skelett. Damit lege ich mich jetzt nicht an. Ja, dann geht's jetzt wieder zurück, würde ich sagen, hierhin. Und ich hoffe, dass dann der Alo da zu finden ist. Das wäre mega gut. Hier ist noch ein Dschungeltempel. Oha. Der ist ja gar nicht zu sehen auf der Karte. Habe ich jetzt voll durch Zufall entdeckt. Was ist das denn hier alles? Amboss und sowas. Nimm ich mal mit. Und das? Was ist das? Oh, wo bin ich jetzt? Hä? Was ist das hier? Aua. Ist das Glowstone? Ein Eisenspeer? Buch, Keramikscherbe? Keine Ahnung, ey. Ist ja richtig krass. Aber die Keramikscherben nehmen wir auch mal mit. Ist das hier ein Diamantblock? Moment. Ne, ein Smaragdblock. Okay, das ist ja crazy. Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Goldblock, oha. Bin ich denn hier gelandet? Ist ja mega krass von den Ressourcen. Ich würde aber gerne hier nochmal hoch. Perfekt. Noch ein Eisenspeer. Steinspeere. Also diese Speere hatte ich halt auch noch nie. Kann man die werfen einfach? Ich denke schon, oder? Ah, tatsächlich. Wie cool. Aber ich kann die nicht wieder aufheben. Aber ich denke mal, das war es dann auch aus dem Tempel hier. War ja relativ cool so von den Schätzen. Ich würde jetzt gerne mal mit so einem Speer auf den Dryo werfen. So ein bisschen mal testen, wie Schaden der macht. Das wäre jetzt nur ein Steinspeer, aber ich wusste halt gar nicht, dass es sowas gibt. Klappt ja gut. Macht gar keinen Schaden. Nö. Trifft den gar nicht. Seltsam. Egal, wir gehen weiter. Oh, noch ein Anki. Oh, wie schön. So ein Anki hätte ich auch gerne. Ich weiß jetzt ja ungefähr, wo die sind. Das ist schon mal gut. Aber ich versuche mal einen zu besiegen, glaube ich. Tipp mal. Schnell das Schild rausholen. Oh. Oh Gott. Die machen mich fertig, glaube ich. Oh Gott. Alter. Greifen halt in der Gruppe an und mega schnell. Lassen wir lieber. Mach du jetzt nicht noch Faxen. Oh. Ja, nee, die sollte ich in Ruhe lassen. Die waren echt schnell unterwegs. Ja, meine Hoffnung ist natürlich noch so ein bisschen da, dass der Alo da jetzt wieder steht. Aber irgendwie glaube ich es nicht. Kann es mir halt nicht vorstellen. Hier oben haben wir den gerade das letzte Mal gesehen. Dann hat er sich weggeportet. Ne. Kein Alo zu... Doch, da ist ein Alo. Oh mein Gott. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, wir haben ihn wieder. Oh, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Lieber Alo. Oh, da bin ich jetzt aber mega erleichtert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Holy shit. Ich hatte wirklich Angst. Wir müssen jetzt uns gleich mal eben, ich würde sagen, als allererstes so eine kleine Ranger-Hütte bauen. Weil irgendwo da unten auf der Wiese möchte ich mit unserem Park anfangen. Und ich denke mal, hier oben ist eigentlich ein ganz cooler Spot für unsere erste Hütte. Werde ich dann natürlich gleich im Kreativmodus machen, damit es schneller geht. Ich glaube, hier so, das ist, glaube ich, ganz cool. Perfekt, jetzt haben wir 4 Truhen. Inventar ist schon wieder rappelvoll. Es ist so anstrengend. Ich habe aber immer schon bei Minecraft diese Inventarprobleme gehabt. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber ihr kennt ja die Regeln, ne? Wenn ich hier in Kreativmodus gehe, muss ich alles an Sachen ablegen. Deswegen werden wir das jetzt mal machen. Und dann bauen wir mal eben schnell unsere Ranger-Hütte. Ich denke mal, hier so werde ich dann das Ganze hinbauen.
In der nächsten Folge fangen wir dann an, den Eingangsbereich zu bauen und vielleicht die ersten Gehege. Das ist halt jetzt nur erstmal der Grundstein, damit ich einen Schlafplatz habe und auch so einen Ort habe, in den ich mich zurückziehen kann. So ein Häuschen ist natürlich immer nicht verkehrt. Ich werde da auch echt erstmal ein kleines Häuschen bauen, denke ich. Oh, das sieht doch ganz nice aus. Ich glaube, ich mache erstmal einfach nur so ein Kastenhäuschen. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht für den Anfang. Perfekt. Sieht denn das eigentlich aus? Das, ich glaube, das ist ein bisschen doof von der Größe her. Ich glaube, ich muss noch einen breiter machen. Einfach damit die Tür mittig dann sein wird. Können ja hier schon mal eine Tür raussuchen. Nehmen wir mal eine Fichtenholztür vielleicht. Oder sowas. Ich weiß halt nicht, wie die aussehen. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ah, die gefällt mir besser. Die ist doch ganz cool. Machen wir am Rand auf jeden Fall Säulen hin. Wird halt echt nur so ein Kastenhaus. Aber erfüllt seinen Zweck. Ist jetzt auch mega klein. Also ich glaube, ich muss es doch noch ein bisschen größer machen. So zwei Reihen nach hinten noch. Sonst passt da ja gar nichts rein. Werden es später wahrscheinlich dann eh noch erweitern. Ich mache mal drei Reihen. Besser ist. Und dann hier in die Mitte. Da nochmal eine Säule hin. Hier genauso. Das geht zum Glück ruckzuck im Kreativmodus. Echt praktisch. Man kann auch mit dieser Replay-Mod, die ich installiert habe, das Ganze sogar dann richtig im Speedbuild machen mit so Kamerafahrten und so, glaube ich. Dann muss ich mich mal klug machen, wie das geht. Dann könnte ich das für euch noch cooler machen, so dass es angenehmer zum Zuschauen ist. Also ich denke mal, wenn ich dann irgendwie was Cooles bauen werde beim nächsten Mal, dass ich das dann mal ausprobiere, ob ich das irgendwie im Replay-Mode hinbekomme. Ich mache jetzt hier aber erstmal wieder so ein Dach drauf, ein ganz normales. Einfach so ein Standarddach. Viel mehr brauchen wir hier nicht. Das wird schon wieder Nacht. Das macht gar nichts. So. Das ist manchmal ein bisschen schwierig hier. Aber so wäre dann die Grundform. Ganz schön hohes Dach geworden. Aber passt schon. Und hier geht es dann wieder runter vom Dach. Gleich mal sehen, wie es dann aussieht. Als Material weiß ich jetzt noch nicht, was ich da nehmen will als Dach. Sieht doch eigentlich ganz süß aus. Ich mache jetzt mal eben hier die Wände noch nach oben fertig. Mache da, glaube ich, dann auch noch mal ein Fenster rein, soweit. Ging schon. Ach, ist ein bisschen zu weit oben. Das kommt dann da rein, das Fenster. Können wir auch schon mal reinmachen mit einer Glasscheibe. Glasscheibe, eine normale. Ist dann auch ähnlich vom Stil wie unser anderes Haus, muss man sagen. Aber es macht ja nichts. Und dann können wir das Dach weiterbauen. Aber solche funktionalen Sachen, die cheate ich mir ja nicht im Creative-Modus. Sind ja nur die optischen Sachen, die ich mir ermogeln werde. Ich werde auch später bei den Gehegen mir das ein bisschen erschummeln mit den Metallzäunen und so. Also das wird mir zu lange dauern, das alles einzeln zu erfarmen und herzustellen. Gerade weil ich lieber mehr Dinos haben möchte, anstatt dann ewig farmen zu müssen. Da investiere ich die Zeit dann lieber ein bisschen anders. Gucken, wie so ein Holzdach aussieht. Boah, ich weiß nicht. Können wir das eigentlich auch wieder ähnlich machen wie bei unserem anderen Haus? Vielleicht den Rand so aus Andesit. Oben mache ich das dann auch nochmal. Perfekt. Und hier müssen wir auch nochmal eben die Dinger unten drunter setzen. Damit das soweit auch passt.
Sehr schön. Und hier das Ganze auch nochmal schnell einfärben. Dann haben wir schon unser erstes Ranger-Hütchen fertig. Zumindest von außen. Hier in eine Richtung kommt er nach und nach. Ach, wunderschön. Ja, reicht doch völlig aus. Für die erste vorübergehende Hütte. Ist das doch voll in Ordnung. So, das Bett, das nehme ich jetzt mal aus meinem Inventar. Auch wenn wir gerade noch im Creative-Modus sind. Dann kann ich das schon mal platzieren. Und dann hier hin. Ja, die anderen Betten kommen natürlich dann erstmal weggeschmissen. Schmeiße ich dann mal hier runter. Weil wir hatten ja nur eins dabei. Und dann werde ich jetzt nochmal schnell ein vorläufiges Gehege für den Alo bauen, denke ich. Weil, ich habe halt Angst, dass der sonst irgendwie wegläuft oder verhungert. Weil den will ich echt ungerne verlieren. Ich war gerade schon ein bisschen traurig, als ich dachte, der wäre weg. Bin aber jetzt wieder mega glücklich, weil er halt noch da ist. Das hat mich super geärgert. So, dann haben wir es hier ein bisschen begradigt. Dann mache ich das hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders. Dass hier ein bisschen steiler wird der Berg. Dann kann ich hier den Zaun direkt gleich dran bauen, weil da soll das vorläufige erste Gehege hin. Es gibt doch auch solche Gitter oder sowas heißen die, glaube ich, ne? Ja. Eisengitter. Die Gitter an sich sind cool, aber die connecten sich dann nicht zu diesen Blöcken. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann können wir die schon mal nicht nehmen. Zu Zäunen wahrscheinlich auch nicht, ne? Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Sich da auch nicht connecten. Nee. Ja, da müssen wir ja fast normale Blöcke nehmen. Weil da haben die dann diese Verbindung. Finde ich dann eigentlich gar nicht schlecht. Dann mache ich das erstmal so vorläufig. Wir brauchen auch noch ein Tor da drin. Eigentlich mache ich dann hier vorne schon direkt den Abschluss. Ich glaube, sonst gehen wir zu nah ins Haus ran. Hier die Tür rein, machen wir die noch einen weiter rüber, würde ich sagen. So. Ich bin echt froh, dass ich das im Creative mache. Sonst wird das wirklich ewig dauern alles. Perfekt. Und da müssten dann einmal Türen rein. Ich weiß nicht, ob es so Eisentüren gibt es ja, aber es gibt keine drei Hochtüren, ne? Ich glaube wirklich nur die Dinger könnte ich nehmen. Ja, die anderen sind, glaube ich, dafür nicht so geeignet. Muss ich die nur richtig rumstellen? Die passen ja auch gar nicht so gut rein, ne? Nicht gerade. Und dafür braucht man, glaube ich, auch so eine Platte. Wenn mich nicht alles täuscht. Eine Druckplatte. Natürlich nur von außen, ne? Wobei ich das am besten gar nicht mit Druckplatte mache. Ich mache das am besten mit Hebeln. Weil nachher läuft man aus Versehen auf die Platte drauf und dann auf einmal geht das Ganze auf und da bricht der Alu aus. Wäre auch nicht ideal, würde ich sagen. Ja, optisch ist das auch alles noch nicht perfekt, muss man dazu sagen. Aber es könnte funktionieren. Also ich hoffe einfach mal, dass der da durchpasst. Der Alu. Ne, da lasse ich mal die Säule. Ja, vielleicht finde ich noch eine schönere Lösung, aber jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Mal ganz kurz die Peitsche nehmen. Die muss ich aber auch gleich dann zurücklegen, weil die gehört ja uns. Dann will ich mal kurz testen. Shit, der passt da gar nicht durch. Wait. Was, wenn ich das so mal mache mit dem Ding? Komm mal her, folgen. Passt der selber gar nicht durch, warum? Wegen den Dingern hier, oder? Dabei, es liegt wirklich daran. Nee, das ist auch zu breit. Braucht er eine Dreiertür? Der ist halt wirklich zu breit dafür. Hä, wie macht man das denn dann mit so Dinos? Da kann man dann ja gar keine passenden Türen bauen, oder? Das ist ja doof. Vielleicht mit Pistons oder sowas?
Problem ist nur, dass ich mich damit gar nicht auskenne. Meint er? So, ich bring den da jetzt mal rein. Perfekt. Hier soll der jetzt mal eben warten. Und jetzt würde ich sagen, das lege ich nochmal schnell ab. Sind ja meine Sachen. Jetzt mache ich hier erstmal nur einen Eingang dann für mich hin. Das sollte dann erstmal, denke ich, passen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall jetzt noch für unseren Allo eben so einen Fütterer. Das heißt, Stein gebraten, dann brauchen wir. Und Eisenbarren, das haben wir alles gar nicht hier. Und Glas auch nicht. Einen Eimer hatten wir, glaube ich, mitgenommen. Ah doch, wir haben Eisenbarren, das ist ja perfekt. Das reicht sogar aus. Eimer haben wir, Eisenbarren. Das heißt, wir müssen nur mal eben einen Ofen herstellen. Haben wir Glas dabei? Ne, wahrscheinlich nicht. Ne, Glas können wir aber dann auch gleich ganz schnell brutzeln, denke ich. Oh, den Eimer muss ich tatsächlich auskippen. Das machen wir mal da unten. Kippe ich mal da rein einfach. Und jetzt funktioniert das Ganze. Sehr schön. Ein Fütterer für unseren Allo. So muss es sein. Den platziere ich jetzt auch mal schön mittig. Weil ihr meintet, man darf den nicht so am Rand platzieren, damit der Allo da nicht rüberklettern kann. Aber ich denke mal, da sollte der nicht ausbüchsen können. Drei hoch ist schon nicht schlecht. Ich versuche jetzt nochmal schnell ein bisschen rohes Fleisch zu besorgen. Damit wir den Fütterer auch füllen können. Das wäre cool. Ah, perfekt. Kühe. Ja, das muss erstmal reichen, denke ich. Die nehmen wir auch noch mit. Ah, das Biom hier gefällt mir richtig gut. Wir haben ja wirklich alles. Berge, Wiese, Wasser. Dinosaurier haben wir auch hier. Schön die Brachios da unten auf der Wiese. Das ist mega cool. Da haben wir einen sehr guten Ort gefunden in unserem Park. Viel besser geht's, glaube ich, nicht. Ich sehe leider gerade keine Schweinchen oder sowas, die ich noch schnell schlachten könnte. Aber egal. Können wir auch in der nächsten Folge dann noch ein bisschen was besorgen. So, mein Lieber. Damit du auch was zu fressen hast, die 100 erstmal ist doch schon mal gar nicht schlecht. Dann können wir dich auch auf Wandern stellen. Sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Nämlich auch nochmal eben Essen rausholen hier. Na, guck mal, direkt gefressen. Mich interessiert mal, wie viel der jetzt gefuttert hat. Ach, fast gar nichts. Okay. Dann sollte es wirklich erstmal reichen. Sehr cool. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir haben jetzt auch wieder ganz gut was geschafft. Unserem Allo geht's gut und wir haben den Grundstein gesetzt hier, dass wir in der nächsten Folge mit unserem Park endlich anfangen können. Ich hoffe, diese Folge Minecraft Jurassic World hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.